Hallo und herzlich willkommen auf der On the Hills Map zusammen mit dem Noob Hunter. Hi. Na, wie geht's dir? Neue Woche, neues Glück? Naja. Ja, gut, heute ist auch schon Dienstag um. Wenn die Folge kommt, ist schon Mittwoch. Ich muss ehrlich sagen, die Wochen verfliegen im Moment, das ist unglaublich. Ich glaube, das geht gerade auch den Schülern so. Ich merke das ja selber, ich gehe ja noch zur Berufsschule. Und jetzt sind ja auch so die letzten 4-5 Wochen in NRW und dann ist dieses Schuljahr ja auch schon wieder rum. In der Tat, in der Tat. Komme ich ja auch nicht mal ganz so viel von mit. Ups. Wenn überhaupt Ferien sind. Ja. Ja gut, desto mehr man im Arbeitsleben ist, desto weniger interessiert das einen, ne? Und wenn du jetzt nicht gerade Familie hast und Kinder, die sich dafür interessieren, wann Ferien sind, dann wirst du das wahrscheinlich irgendwann fast gar nicht mehr mitkriegen, wann Ferien sind. Ja. Ah, das Schönste ist ja bei uns hier, Ferien sind am Wochenende, an dem die FarmenCon ist. Und ich darf 600 Kilometer A3 runtergurken. Oder 500 ja, oder so davon auf. Hört sich doch witzig an. Das klingt auf jeden Fall nach Spaß. Ja. A3 runter. Da ist er bestimmt auch bei Leber vorbei unten, ne? Ja, quasi. Auch. Ja, da ist immer noch Baustelle. Schön. Warst du da vorhin noch, oder was? Ja, da in der Nähe war ich. Schön. Also, die bauen immer noch, das seit 3 Jahren. Sind halt 120 Kilometer Baustelle. Ist auch heftig, wie lange die erste FarmCon schon wieder her ist, ne? Die ist jetzt auch 2 Jahre quasi alt. Naja. Ja, aber wie alt man ist. So geht's die Tiere gut. Den Tieren geht's gut. Und gleich muss ich noch gucken, ne? Was abgeht heute. Weil eigentlich sollte ich heute noch was anderes machen, außer hier sein und zocken. Was hast du denn noch vor? Ich muss hier vielleicht irgendwann demnächst um. Grüezi. Grüezi! Alleine? Also ziehst du dann bei deinen Eltern aus oder ziehst du mit deinen Eltern zusammen um? Ich mit meinen Eltern in 2 getrennte Wohnungen wahrscheinlich. Okay. In der Nähe von da, wo du jetzt wohnst, oder in einer anderen Stadt? Ja, das ist 4-5 Straßen weiter nur. Ach so, okay. Das geht. Aber da habe ich dann halt eine 100k-Leitung, ne? Das ist schon mal ein Vorteil, würde ich sagen. Da sagst du sicher nicht nein, ne? Und hallo, Nili, noch. Das ist gleich zweimal, ne? Weil die Wohnungen sind aktuell noch zusammen. Die lassen wir auch erstmal zusammen, wenn ich dann die Not habe, das quasi zu trennen, dann trenne ich das einfach. Fertig. Nobi? Nee. Wie lange hattest du eigentlich immer Berufsschule? Ich? Kommt drauf an. Das war vielleicht, wenn es gut lief, war ich um 20 vor 1 war ich da raus. Okay. Wenn es scheiße lief, war ich da bis 2:30. An 2 Schultagen. Kann auch durchaus mal passieren. Boah, was wollte ich denn gerade machen? Ich glaube, ich wollte dich abfahren. Wollte mal den Anhänger holen. Hat nämlich gerade nochmal bei den Tieren sauber gemacht. Wir müssen die auch gleich nochmal füttern. Wie ist das eigentlich bei den Schweinen? Da habe ich gar kein Auge drauf. Da muss ich aufpassen. Körnermais brauchen die ja. Und Kartoffeln, Zuckerrüben. Heute werden wir voraussichtlich auch mit der Kartoffelernte dann anfangen. Ui, toll. Ja, also im Endeffekt, wenn das Feld da fertig ist, kannst du auch umrüsten auf Körnergebiss, ne? Und dann machen wir hier auf den Feldern 2 und 5 Körnermais. Obwohl, warte mal, das können wir erst, glaube ich, morgen, ne? Das war das Blöde, dass wir noch spulen müssen, ja. Eigentlich können wir dann nach dem Feld erstmal direkt nur Kartoffeln machen, so wie ich das sehe. Dann stelle ich mir gleich schon mal die Agroliner runter zu den Kartoffelfeldern. Wir werden den Rupa Keiler aus dem Rupa DLC mieten für die Kartoffelernte. Das wird auf jeden Fall, denke ich, ganz nett dann. Das ist das einfach nur das Sinnvollste dafür, weil Gott nicht, dass du hier mit einem großen Kartoffelrohr da rumfahren willst. Man hat ja so schon Probleme. Mit seiner komischen Hinterradlenkung. Hier bei den engen Gassen und so, teilweise. Weiß nicht.
Weiß zwar nicht, ob man das gehört hat, aber mein Kater hat gerade voll die Xbox umgeschmissen. So, wenn man es gehört hat, sei mir verziehen. Bist du schon sehr voll? 75%. Okay, da muss ich mich, glaube ich, sogar ein bisschen beeilen mit meinem anderen Roll hier. Fahr ich ja langsamer, kein Problem. Eine aus meiner Klasse hat anscheinend in ihrem Praktikum einen Durchgangsprüfer gebaut. Das ist geil. Für zu Hause, sagst du? Habe ich heute gesucht. Bei einer Firma. Zum Glück haben wir keinen dabei. Durchgang zu prüfen. Hast du dir selber eingebaut dann, oder? Nee. Ich hab einen Durstpol genommen, der rumflog. Hat er gemessen. Interessant, dieses Gerät. Durchaus interessant. Aber das Coolste ist heute gewesen, kam zurück, hab Bescheid gesagt, dass ich morgen mein Auto waschen will an der Firma, ne? Mhm. Reaktion, Vorgesetzter. Aber nur, wenn du mein Auto warst, weil da sieht sie wie auch schon wieder aus wie Scheiße. So, wie genau darf es denn sein? Nach deinem Level nur einmal quasi Vorwäsche, das war's, oder richtig? Sagst du, du steigst jetzt auch leidenschaftlich ins Autopflegethema ein? Ja, nicht so 83er-mäßig. Ja, wobei das auch nicht immer so ganz richtig ist, was der ein oder andere YouTuber da abzieht. Die richtig interessanten Sachen erfährst du eigentlich in den einschlägigen Foren. Ja. Gibt's ein Moped-Wasch-YouTuber? Nö, aber du kannst das sicherlich irgendwo auch aufs Moped anwenden, ne? Wenn du dich dafür interessierst. Ja, ist so. Jetzt hat nur 10 Minuten dran, statt 1,5 Stunden. Ne? Apropos Noob, I've done them electrics. Aha. And them electrics of the one who did it for me was not very great. So, wir müssen gleich mal die Presse anschmeißen, sehe ich. Das habe ich mir heute auch gedacht, als der Elektriker da war. Und auf der Wiese hier steht noch ein Zetter. Ich weiß gar nicht, wer da gezettert hat. Haben wir angefangen, Gras zu schneiden? Vergessen wegzufahren. Ich weiß auch nicht, ob das dann schon beendet ist, die Arbeit. Müssen wir mal gucken. Ja, ich hatte Langeweile. Wenn's das. Ich Langeweile hab. Ja, aber trotzdem. Müssen wir ja schauen, dass die Arbeit vernünftig erledigt wird, ne? Am Ende des Tages. Ich hab's halt einmal vergessen wegzuräumen. Normalerweise bin ich gründlicher, das war's. Bald gibt's noch einen Geldsegen, ne? Warum das denn? Ja, weil wir ja uns dazu entschlossen haben, ein Erntegerät in Zukunft nur noch zu mieten. Oh ja, stimmt, da war was. Ja, oh, jetzt. Gibst du mir mal eins Link von den Mods? Ich hab vergessen, mir eins Lesezeichen zu machen. Ah, ja, kann ja. X gleich machen. Lass mich kurz in das GPS-Bahn reinfahren. Gut. Ja, jetzt denken sich die Zuschauer gerade so, was labern die für einen Scheiß? Jo, ich glaube auch. Um nochmal auf dem Electrics zurückzukommen, ne? Ich hab, ja, was wie Zuschauer? Gibt's nicht. Guckt doch keiner. Guckt doch eh keiner. Wir sind unter uns. Ist doch eh Farm-Experte. Bei der war gut, oder? Das heißt, ihr seid gerade in 1 Aufnahme. Ja, sicher. Du hast jetzt echt gedacht. Ich hab das auch mal mitbekommen. Ich hab dich doch sogar noch Hallo Nilinor richtig nett begrüßt hier. Vor allen Dingen, das Geilste ist, wir nehmen einfach in dem Raum auf. Wo jeder reinkommen kann. Aber bis ihr das seht, liebe Zuschauer, sind wir eh nicht mehr in diesem Raum. kein Stress. Seitdem der Community-Server nicht da ist, ist hier jetzt eh das war so überschaubar viel los, dass man durchaus auch mal in dem Raum bleiben kann. Ohne gleich Ängste zu haben. Dass da Alex vorbeikommt und fragt, wo Papa Bär ist. Mhm. Oder sonst was. Um nochmal auf dem Electrics zurückzukommen. Der Typ hat halt mal für Masse, Phase und alles mögliche das gleiche Kabel benutzt. Halt's drauf. Also die gleiche Farbe, so. Dann sitz ich da an diesem scheiß Kennzeichenhalter und spiel Lotto mit Kabeln.
Lotto mit Kabeln. Ja, also ich habe halt einen Blinker angemacht und habe dann halt ein Licht dran gehalten und geguckt, wann es blinkt und wann nicht. Okay. Ja, irgendwie muss man ja den Tag rumkriegen, ne? Ja, das war gestern Abend nach der Arbeit. Ach so. Deswegen war ich gestern nicht da. Haha. Boah, ich muss sagen, zum Thema, wir hatten heute am Anfang der Folge ganz kurz darüber geredet, dass ja doch auch bald Sommerferien sind. Irgendwie freue ich mich dieses Jahr gar nicht so auf den Sommer. Normalerweise ist das doch immer, gerade als Schüler ist es immer ja so gewesen, Sommerferien war das Highlight des Jahres, oder? Widerspricht mir da irgendjemand? Ich glaube, das ist bei jedem so. Ja. Aber ich glaube, das Einzige, was ich mich hier gerade so ein bisschen freue, ist halt quasi nur The Crew. Wobei, wenn ich gerade so drüber nachdenke, sommertechnisch, früher war es auch bei mir drauf, dass, also gerade so die letzten Jahre habe ich mich auch immer darauf gefreut, dass ich halt wirklich auch mehr Zeit für YouTube und so hatte. Dann wegen den Ferien. Aber jetzt, wo man arbeitet, sind ja jetzt auch schon quasi mein zweiter Sommer, in dem ich keine Ferien habe. Na, ich habe halt erst Anfang August frei und da muss ich halt Elektriks machen. Ich habe es dieses Mal so ein bisschen verteilt. Ich habe am Anfang direkt eine anderthalb Wochen, wo ich unterwegs bin, und am Ende dann Gamescom rum nochmal Urlaub. Ja. Bei uns ist es nicht anders möglich. Ja. Das dazu. Aber ich glaube wirklich, Sommerferien, das ist, glaube ich, schöner als Kind, als Weihnachten oder so. Weihnachten, gut, da kriegt man dann Geschenke und so. Freut man sich sicher auch drüber. Aber einfach 6 Wochen ist schon, das ist schon echt ein Brett, ne? Das ist schon echt Zeit. Nubi. Die man geschenkt bekommt. Für sich, Falscher. Mehr oder weniger. Ist, finde ich, auch wichtig, dass man mal so viel Freizeit hat, wenn man noch so jung ist, aber das ist schon cool. Das hat man halt später im Arbeitsleben normalerweise nicht mehr. Da kann man ja froh sein, wenn man seine 30 Urlaubstage hat. Und das sind ja quasi 6 Wochen übers Jahr verteilt. Aber halt nicht einmal schön anderthalb Monate Abstand von der Schule. Und Sommerferien hat noch immer so ein bisschen so den Charakter von Neustart, ne? Ich meine, ich war eigentlich nie der zur Schule gegangen ist, dann am ersten Schultag mit den Voraussetzungen, dass ich mir gedacht habe, boah, ab jetzt mache ich alles besser, sondern halt alles wie immer, aber trotzdem war das immer so ein bisschen so, ne? Die Noten sind quasi genullt. Ja. Wenn ihr wisst, was ich meine. War schon cool. Ja. Ja, manchmal möchte ich doch nochmal gerne zur Schule gehen, aber insgesamt bin ich doch froh, aus der Schule raus zu sein. Der Tag ist zwar ein bisschen kürzer, freizeittechnisch und generell halt mit Urlaub und so, aber dafür Arbeitende sagen, sie wollen wieder in die Schule, Schüler wollen sagen, sie wollen arbeiten. Ja, das ist auch immer das, man will immer das, was man nicht bekommen kann, das ist ganz normal. Ich finde das immer witzig, wie alle immer nach dieser einer Woche Praktikum sagen, ja, es war viel geiler wie Schule, ich könnte es 3 Jahre am Stück. Und dann denke ich mir so, der eigentlich so ziemlich 100% seiner Ferien im Ferienjob verbringt, nein, wollt ihr nicht. Wobei, ganz ehrlich, das hätte ich früher mehr machen müssen, finde ich, im Nachhinein. Ich hätte, glaube ich, in den Ferien mehr Ferienjobs machen sollen. Habe ich mir schon häufiger gedacht, gut, im Endeffekt die letzten 3-4 Jahre war ich halt auch immer bestens mit YouTube eigentlich dann ausgelastet. Damit habe ich ja auch ein bisschen was verdient, wobei, wenn ich das über die Jahre dann wieder zusammenzähle und mit dem, was mich das auch alles immer gekostet hat, dann will ich meinen Stundenlohn nicht mal ansatzweise erfahren. Wenn man den überhaupt in Cent ausdrücken kann. Naja, aber es hat Spaß gemacht und das ist ja die Hauptsache. In der Tat? Also man sollte immer das machen, worauf man Bock hat. Ja. Damn Electrics. Um jetzt mal auf YouTube bezogen was zu sagen, wenn man keinen Bock auf LS hat, dann spielt man halt was anderes und nimmt das auf, wenn man unbedingt aufnehmen will. Ja. Auch wenn man halt erstmal, sag mal, nur bekannt geworden ist, sei mal durch Farm-Experte oder sonst irgendwas. Wenn man Bock auf was anderes hat und was spielt, dann werden es die Zuschauer, die dich gucken wegen einer Person, werden es gucken. Ja, klar. Du bist in erster Linie bist du YouTuber. Wobei, was eigentlich mittlerweile mein Hauptproblem ist, ist einfach die Zeit. Also hätte ich mehr Zeit, würde ich auch mehr YouTube machen, auf jeden Fall. Aber die Zeit habe ich halt nicht. Ist mittlerweile nicht mehr so drin wie früher.
Und ich muss sagen, ich finde das teilweise krass. Zum Beispiel, ich habe das schon oft gesagt, das ist immer mein Sternchen-Beispiel für, finde ich krass, wie der zeitlich so managt. Wenn ich an Tino denke, den ja der ein oder andere auch aus meinen Videos aus der Vergangenheit kennt, ne? Wie man mit Familie nebenbei, ich glaube mittlerweile ist das Thema ja auch durch, aber mit dem Hausbau nebenbei und so, immer noch so viel Videos machen kann und das denke ich auch gut, dann ist das wirklich, finde ich, sehr, sehr respektabel. Es gibt Gerüchte, dass er nicht schläft. Ja, das glaube ich glatt. Wobei mich damals, glaube ich, auch ganz stark meine Leitung ausgebremst hat. Als Schüler hätte ich viel mehr machen können, wenn der Tag quasi wieder mehr Stunden gehabt hätte zum Hochladen. Weil es gab wirklich Monate, da habe ich 3 oder 4 Monate am Stück quasi permanent nur hochgeladen. Also da gab es am Tag so 15 Minuten ohne Upload oder so. Und wenn man die nicht genau eingehalten hat, dann war das am Ende schon ein Problem, weil dann die Videos unpünktlich kamen. Das war ja damals wirklich richtig krass mit meiner 16.000er Leitung. Sag's ja. Mal so, Kumpel von mir, also 2 Kumpels von mir kommen mittlerweile immer einmal freitags um Punkt 17 Uhr, stehen die an der Haustür, klingeln, jeder mit einem 4 GB USB-Stick in der Hand mit Dateien, die er bitte auf irgendeine Cloud hochgeladen haben möchte. Was hast du nochmal für eine Leitung? Eine 150.000er mit 10 MB ab. Okay, ja, das geht ja, da sind 4 GB ja auch schnell hochgeschoben. Ne? Ja, das ist kein Thema, aber... Die Menschen möchten dann auch noch gefüttert werden für ihre Arbeit. Mit Gänsen. Nee. Ich. Naja, aber ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal und bis dahin. Ciao. Adios. Hört sich gut an. Ich gehe.